In diesem Video werden wir die allgemeine Form der Parameterdarstellung wiederholen und dann wirst du lernen, wie du die Parameterdarstellung einer Geraden ermitteln kannst. Die Parameterdarstellung ist eine Form, eine Gerade zu beschreiben. Und im letzten Video haben wir gelernt, dass die allgemeine Form von der Parameterdarstellung lautet x ist gleich a plus t mal v, wobei das a ein Punkt ist, t ist unser Parameter und v ist unser Richtungsvektor. Damit du eine Gerade durch die Parameterdarstellung beschreiben kannst, brauchst du einen Punkt und einen Richtungsvektor. Und wenn du dann verschiedene Parameter, verschiedene Zahlen für t einsetzt, dann bekommst du viele Punkte, die auf der Geraden liegen. Unser Beispiel auf dem Arbeitsblatt lautet: Ermittle eine Parameterdarstellung der Gerade durch die Punkte a ist gleich minus 2, 3 und b ist gleich 1, 2. Bitte pausiere jetzt das Video und versuche die Parameterdarstellung selbst zu ermitteln. Ich hoffe, dir ist das Ermitteln der Parameterdarstellung leicht gefallen. Ich habe für dich schon die Lösung aufgeschrieben. Also zuerst, wir brauchen die allgemeine Form. Die lautet für, ich habe die gerade jetzt g genannt, x ist gleich a plus t mal v. Was wir benötigen ist ein Punkt. Wir haben zwei Punkte gegeben, das heißt wir wählen einen von beiden aus. Und was wir noch brauchen ist ein Richtungsvektor v. Wenn du dir jetzt die beiden Punkte a und b zeichnest, dann kannst du dir ja die Gerade durch die beiden Punkte schon einmal einzeichnen. Und jetzt ist die Frage, wie bekommen wir einen Richtungsvektor? Na, wir können entweder den Vektor nehmen, der von a nach b geht, oder den Vektor, der von b nach a geht. Ich habe mich für den Vektor ab entschieden. Hier wenden wir die Spitze minus Schaftregel an, das heißt Punkt b minus Punkt a. Ich habe einfach eingesetzt, b hat die Koordinaten 1, 2 und a die Koordinaten minus 2, 3. Das Ganze kannst du dann subtrahieren, zeilenweise subtrahieren. 1 minus minus 2 ergibt 3 und 2 minus 3 ergibt minus 1. Und jetzt setzt du für a, für unseren Punkt, den Punkt a von oben ein und für unseren Richtungsvektor nehmen wir jetzt unseren Richtungsvektor AB und setzen ihn ein. Und schon hast du eine Parameterdarstellung von der Geraden. Wenn du jetzt für t viele unterschiedliche Werte einsetzt, dann bekommst du ganz viele Punkte, die auf der Geraden liegen. Das war's. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.